Erinnerungen an eine Freundschaft. Krieg und Frieden. Im Sommer 1952, am Höhepunkt seines Engagements für die Kommunistische Partei, schuf Picasso seinen monumentalen Friedenstempel. Er wollte, dass die Besucher der Kapelle das Werk bei Fackelschein betrachten und sich entscheiden, ob sie auf der Seite des Krieges oder der des Friedens stehen. Für seine Parteifreunde hat der Künstler mit diesem Wandgemälde endlich einmal ein für jedermann verständliches Werk mit einer eindeutigen Aussage geschaffen. Sie waren hoch zufrieden. Reine Propaganda, meinte hingegen die Kunstkritik. Er begann hier zu arbeiten. Aber die Leute kamen und haben ihn gestört. So nahm er die Holzfaserplatten ab und brachte sie in sein Atelier. Er wollte allein und ungestört arbeiten. Vom Hinterteil dort hatte ich gemacht. Und die Was für Dinge, nicht wahr? Was ist das?